hier am Set von Kartoffelsalat. Das ist jetzt mein fünfter Drehtag. Und es ist arschkalt mal wieder, aber diesmal scheint wenigstens die Sonne. Ja, heute bin ich als Komparse und als Setrunner eingesetzt. Als Komparse erstmal nur so auf dem Schulhof, nichts Spektakuläres. Und nachher halt auch im Fresh Talkes Klassenzimmer. Und das ist eigentlich ganz cool und ich freue mich da auch wieder drauf. Als Setrunner mache ich halt dann heute nicht so viel, immer nur dann, weil ich Zeit habe. Heute am Set sind natürlich wieder Torge da, Dagi ist da, Madin und Norbert. Gleich kommen auch noch Phil und noch irgendwer. Ich weiß gar nicht wer. Irgendwas Weibliches mal nicht. Vielleicht auch Bibi oder Bibi, ich weiß es nicht, ob ich schon wieder abgereist. Melissa ist auf jeden Fall abgereist. Ja, ich gucke einfach mal, vielleicht habe ich gleich nochmal was Zeit. Ist heute ein bisschen stressiger, weil ich ja dann zwei Jobs habe und keine großartige Pause. Auf jeden Fall wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Gucken des Videos. So, wir haben gerade was Mittagspause. Ich habe mich einfach wieder an die gleiche Stelle gepflanzt wie heute Morgen. Und jetzt kann ich mal ein bisschen so erzählen generell, ja, wie die YouTuber hier so sind. Es ist ja für einige vielleicht so interessant zu wissen, wie sie im realen Leben aus sind. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, also der Madin, der ist jetzt kein YouTuber unbedingt, aber der, das finde ich total witzig, der kommt immer so ein bisschen dödelig rüber und alles. Aber in Wirklichkeit ist der halt wirklich so. Das ist keine Rolle, wie er spielt sonst irgendwas. Aber das macht ihn einfach mega sympathisch. Und er ist überhaupt nicht abgehoben. Er kommt auf jeden zu. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Dass vor allem er, der ja auch wirklich größer im Fernsehen schon war. Ich fand damals Schillerstraße mit ihm total toll. Ja, dass er so normal ist und auch mit uns so ein bisschen rumblödelt. Der hat mit mir ein bisschen über meinen YouTube-Kanal, Reading Book Channel, gesprochen. Und das fand ich echt, echt cool. Ich habe ja auch im vorherigen Video schon einen Videoausschnitt mit Madin gehabt als Interview. Das war echt cool. Und ja, der Norbert, der ist auch richtig cool. Also der erzählt auch von seinen Kindern. Die Jüngste ist 21, der Älteste 28. Tja, wie man sieht, ich bekomme die ganze Zeit über Funk irgendwas gesagt, obwohl Mittagspause ist. Also am meisten von den YouTubern, ich habe jetzt noch nicht so ganz viel mit einem gesprochen, weil ich halt dann auch hier bin, nicht um YouTuber unbedingt kennenzulernen. Aber am meisten mag ich tatsächlich die Melina. Ich habe sie in den Videos immer so ein bisschen als oberflächlich und so und keine Ahnung, auf jeden Fall nicht so sympathisch gefunden. Ich finde das einfach, sie ist einfach total sympathisch. Die Dagi, habe ich manchmal das Gefühl, hält sich ein bisschen mehr zurück. Ist auch ganz cool. Mit der Bibi hatte ich jetzt nicht wirklich Kontakt, weil sie, glaube ich, nur ein oder zwei Drehtage hier war. Ich glaube nur einen. Ja, der Phil ist mega korrekt. War auch gut drauf beim Bergfest. Der Torge, mit dem habe ich ja auch nicht so viel zu tun. Er ist auch ziemlich viel, weil es halt auch so sein Kinofilm wird, viel auch mit in der Produktion beschäftigt, am Set selber, wie denn was schön aussieht. Alblali war hier, mit denen hatte ich gar nicht gesprochen gehabt, leider. Die Außenseiter, da, das war richtig cool. Der Sascha, der, mit dem habe ich mich viel unterhalten, der war auch echt, das war echt cool. Ich hätte nicht gedacht, dass der so vernünftige Ansichten hat und so normal geblieben ist. Und der hat mit meiner Gastfamilie, der lieben Nicole, ein Foto gemacht und auf Instagram gepostet. Ich habe mich da lieber ein bisschen abgesondert. Ich mag das ja nicht so. Ich muss ja nicht die ganze Zeit da irgendwo präsent rumstehen. Ich mache das halt lieber so ein bisschen außen vor. Und ja, das ist auf jeden Fall echt cool und sehr normal hier. Also nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass die YouTuber hier irgendwie abgehoben sind und sich für was Besseres halten. Ich ganz ehrlich, ich hätte das irgendwie anders gedacht. Ich hätte gedacht, dass die sich halt erst recht hier so ein bisschen aufspielen. Weil die haben jetzt ihre Komparsen als Fans hier. Manchmal kommen auch nur von außen ein paar Leute dazu. Gerade eben, als wir Mittagessen waren, standen so zwei Mädels davor und haben mal ins Fenster geguckt. Mein Gott, ich meine, da war jetzt kein YouTuber bei uns gerade beim Mittagessen. Aber es war trotzdem sehr witzig. Und ja, ich hätte irgendwie gedacht, dass sie ein bisschen so mehr abheben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass hier so kleinere Leute, die halt auch irgendwie im Schauspielgeschäft sind oder auch ein bisschen auf YouTube machen,
die halt so ein bisschen sich so jetzt da in den Vordergrund drängen wollen und Sachen sich selber präsentieren wollen, da ein bisschen abgehoben sind. Und das finde ich irgendwie komisch, dass man als großer YouTuber nicht so abgehoben ist wie so ein kleiner. Aber vielleicht ist es auch einfach nur das Gefühl, weiß nicht, die wird dann wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen die Chance, so, oh, da sind große YouTuber, mal gucken, ob man nicht mal was zusammen machen kann oder so. Und ja. Die ganze Zeit tropft es hier von oben über den Baum runter und ich weiß aber nicht, was das ist. Das ist echt komisch. So, ich glaube, jetzt geht es gleich weiter. Ich packe mal die Kamera jetzt weg und mache mich weiter mal wieder oben in den Klassenraum auf. Das tropft echt die ganze Zeit hier, ne? Ja, und dann schaue ich mal, was noch so geht. Am Ostermontag hier reden wir. So, heute ist mein, glaube ich, 5. Drehtag zu Ende gegangen. Ich bin irgendwie heute total müde, ich weiß auch nicht. Ich saß heute die ganze Zeit im Klassenzimmer irgendwie und wir haben anstatt 10 Einstellungen, ich glaube 4 oder 5 nur gemacht. Und das war Gott sei Dank ganz gut so. Nur es war trotzdem sehr warm da drin, es waren sehr viele Leute drin und eine gute Geräuschkulisse. Ich habe ja eh so meine Probleme mit Räumen, wo viele Menschen drin sind, deswegen bin ich, glaube ich, davon sehr geschlaucht. Auf jeden Fall war es wieder ein spannender Tag, wobei ich sagen muss, mittlerweile kommen ja nicht mehr so viele neue Ereignisse hinzu. Also Zombies werden morgen nochmal geschminkt, aber die kenne ich ja mittlerweile auch. Die Schauspieler sind irgendwie die gleichen halt. Der Martin ist jetzt weggegangen, mit dem Norbert weiß ich das jetzt gar nicht, aber Martins Tag war heute der letzte Tag am Set und ja, ich glaube, so größere YouTuber kommen gar nicht. Ich weiß gar nicht, was mit Simon Desue ist. Der sollte eigentlich auch kommen, habe ich gehört. Aber irgendwie ergibt sich das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, auf jeden Fall ist heute wieder ein langer Tag zu Ende gegangen. Es ist jetzt 22:30. Ich habe gerade noch ein Video fertig geschnitten, was ich gleich hochladen werde. Nee, ganz spannend. Morgen hochladen werde. Heute habe ich schon ein Video hochgeladen. Und ja. Ich gehe jetzt Haier machen. Ich bin total fertig mit der Welt. Ich muss morgen wieder um 6 Uhr aufstehen und um 7 Uhr am Set zu sein. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt und beende dieses Video. Tschüss!